Hallo und ein herzliches Willkommen bei der neuen Ausgabe von Bubble TV. Unsere vierte Ausgabe möchte sich heute und wird sich heute genauer gesagt mit den giftigen oder beziehungsweise gefährlichen Meeresbewohnern beschäftigen. Im Meer gibt es ja viele Tiere, die in der Lage sind, Gift abzusondern. Wir kennen vielleicht schon durch den Clownfisch unsere Anemone, durch Nesselgift, ja. Und so gibt es auch andere Tiere, die in der Lage sind, mit Gift sich zur Wehr zu setzen oder Beute zu machen. Und da gibt es ganz eine besondere, interessante Familie, nämlich heute geht es um den Tintenfisch oder auch Oktopus gesagt. So wie ich heute ausschaue mit meinen ganzen Armen und Beinen. So, diese ganzen Tintenfische sind in der Lage, wenn sie beißen, ein Gift abzusondern. Habt ihr das gewusst, dass alle Tintenfische beim Biss ein Gift absondern? Bei den meisten Tintenfischen ist es aber so, dass das für den Menschen überhaupt nicht gefährlich ist und sie es gar nicht merken. Aber ich habe euch einen Freund heute mitgebracht, einen ganz kleinen, wunzigen Freund, der ist ganz besonders giftig und gefährlich. Und das ist der Blauring-Oktopus. Der Blauring-Oktopus, so wie sein Name schon sagt, ist gut zu erkennen durch seine blauen Ringe, die er hat. Wir sehen es auch hier schön auf dem Bild. Er ist auch nicht sehr groß. Der kann ein paar Zentimeter nur groß sein oder 10, 12, 15 Zentimeter groß, wenn er schon älter und größer geworden ist. Aber wenn er ganz klein ist, passt er locker in eine Handfläche hinein. Und genau das ist das Fatale und das Gefährliche daran. Warum ist das so gefährlich? Weil alles, was für uns Menschen so klein, so lieb, so niedlich ist, greifen wir doch gerne mal schnell hin. Und das ist der Fehler. Wir dürfen gar nicht hingreifen. Denn viele Leute haben die böse Erfahrung gemacht, sie haben diesen kleinen Tintenfisch gesehen, haben sich gedacht, mei, ist der lieb, mei, ist der putzig, haben ihn in die Hand genommen und dann begann das Unheil. Denn dann hat sich der kleine Oktopus zu fürchten begonnen. Was hat er gemacht? Er hat plötzlich blaue Ringe gezeigt. Und so sind die Leute auf den Namen gekommen. Aber das war ein Warnzeichen. Und dieses Warnzeichen hätte man sofort erkennen müssen. Ihr wisst jetzt genau, was das heißen würde, denn jetzt wird er sich zur Wehr setzen und dann beißt er. Und der kleine Freund hat ein so ein starkes Gift, dass es für den Menschen gefährlich werden kann. Denn das geht auf unsere Atmung, das lähmt unsere Atemmuskulatur und das ist das Problem dabei. Denn wenn hier nicht durch einen Arzt medizinische Hilfe kommt, bedeutet das im Endeffekt, dass wir sterben können. Entschuldigung, und das möchten wir jetzt gar nicht natürlich. So, daher ist ganz wichtig, wenn wir so einen kleinen Freund unter Wasser sehen, so ein kleines Tierchen unter Wasser sehen, dann schauen wir es uns nur an. Wir greifen nicht hin. Da gibt es ja noch andere gefährliche Tiere, wie zum Beispiel eine Schnecke. Schaut mal im Internet nach, unter Textilkegelschnecke. Die kann ganz, ganz, ganz schön gefährlich sein. Die ist hochgiftig. Vielleicht zu der ein bisschen später. Jetzt aber noch zur Familie von dem blauen Oktopus und sage und schreibe, 21 verschiedene Arten gibt es. So wie es verschiedene Pflanzen gibt, so gibt es auch hier bei dem blauen Oktopus 21 verschiedene Arten an dem blauen Oktopus. Und das ist eine ganz tolle und interessante Sache, weil zu dem komme ich jetzt noch gleich. Erinnert euch aber auch noch ein bisschen zurück, Clownfisch-Serie. Ihr habt noch die Möglichkeit, durch ein kleines Kommentar auf YouTube bei unserem Clownfisch-Video diese DVD über die Clownfische zu gewinnen. Da geht es dann darüber noch weiter, Episode 2, Chamäleons in den Meeren oder den Fangschreckenkrebs. Also ganz viele tolle, wunderbare Episoden unter Wasser sind auf dieser wunderbaren DVD drauf. Also es lohnt sich mitzuspielen. Und heute, das ist der 1. April übrigens, aber das ist jetzt kein April-Scherz, gibt es schon wiederum ein Gewinnspiel für euch. Und hier haben wir die Frage, Gewinnspielfrage. Wie viele verschiedene Arten von Blauring-Oktopus gibt es? Wir haben es gerade erwähnt. Zu gewinnen gibt es für den oder die Siegerin, die es am besten gleich schnell beantwortet. Unter allen Teilnehmern verlosen wir dieses wunderbare Buch, Giftige und gefährliche Meerestiere. Da kann man nachschlagen, wenn es dann in den Urlaub geht, was so besonders ist. Und schaut mal, da ist schon die Schnecke, die ich gerade erwähnt habe, eine sogenannte Kegelschnecke, die eben auch sehr giftig sein kann. Und wenn man ans Wasser runter geht, kann man ein Buch oft schlecht mitnehmen. Dafür gibt es dann eine wasserfeste Fischkarte. Und auf der ist alles gut nachzulesen, was es so alles gibt.
Und somit habt ihr im Urlaub viel Spaß am Wasser, viel Spaß im Meer und darüber hinaus wisst ihr sofort gut Bescheid, was ihr alles gesehen habt. So, das war's für heute zu unserer heutigen Ausgabe vom Bubble TV, dem Blue Ring Octopus in Englisch, dem Blau Ring Octopus auf Deutsch. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns bald wieder und ich freue mich auf zahlreiche Einsendungen. E-Mail nicht vergessen an kids@dive-company.eu. Vielen Dank, schönen Abend und tschüss!